große Liebe meines Forscherlebens ist es, Proteine mittels Massenspektrometrie zu analysieren. Proteine sind wahnsinnig kompliziert und wahnsinnig vielfältig. Letztlich die Bausteine des Lebens. Die zweite Sache ist auch, wie ich Proteine analysiere, und das mittels eines Massenspektrometers. Und mir macht es Spaß, mit Massenspektrometern und deren Daten zu arbeiten. Und da ist es ähnlich wie in anderen kreativen Berufen, man muss seine Werkzeuge lieben. Wie der Künstler die Farbe und den Pinsel, ist auch der Wissenschaftler von seinen Werkzeugen sehr angetan. Um Proteine zu analysieren mittels Massenspektrometrie, müssen wir sie zuerst reinigen und dann mittels eines anderen Proteins, eines Enzyms, das aus dem Magen von Schweinen gewonnen wird, verdauen, zerkleinern, und diese Bruchstücke werden dann im Massenspektrometer analysiert. Aus Fragmenten von Fragmenten können wir dann die einzelnen Abfolgen der Aminosäuren genau bestimmen. Daraus ergibt sich keine Interaktion. Das verliert sich sehr früh in diesem Prozess. Interaktionen werden deswegen durch einen kleinen Trick kodiert, und der Trick ist, Proteine zu vernetzen. Damit bleiben, auch wenn wir die Proteine zerkleinern, noch Bruchstücke aneinander hängen, und wir können dann diese beiden Bruchstücke gleichzeitig identifizieren und erfahren, welche Proteine vernetzt waren und wo. Eines Tages würde ich gern alle Interaktionen aller Proteine in einer Zelle verfolgen können, sie quasi wie in einem Film betrachten können. Das würde uns erlauben, einen Eindruck darin zu gewinnen, wie Leben funktioniert und letztlich auch, wenn etwas falsch geht, wie Krankheiten zustande kommen. Proteine sind die aktiven Agenzien des Lebens. Und das bedeutet, wenn bei Proteinen etwas falsch läuft, gibt es Krankheiten. Es wird Sie nicht überraschen zu erfahren, dass die meisten Medikamente direkt die Wirkung von Proteinen beeinflussen. Wenn wir Krankheiten verstehen wollen und Medikamente entwickeln wollen, müssen wir Proteine studieren und deren Interaktion. Und da spielt unsere Technologie direkt in der Anwendung eine Rolle. Die Komplexität des Lebens bereitet mir keinen Kopfschmerzen. Irgendwann als Kind ist mir mal klar geworden, dass man die Unendlichkeit des Universums nicht begreifen kann. Man kann sie nicht verstehen, man kann nur in diesem Raum leben und den Raum erkunden. Und dieses Erkunden macht sehr viel Spaß. Und genauso macht mir das Spaß, das Leben zu erkunden auf molekularer Ebene. Dass ich nie in der Lage sein werde, das Leben komplett molekular zu verstehen, fällt in den Bereich der Unendlichkeit. Ich bin nach Berlin gekommen, weil ich mir von Berlin Großes verspreche. Die Stadt hat großes Potenzial in der Wissenschaft und ich würde gern hier langfristig Großes schaffen. Meine Wissenschaft ist gerade an einem wichtigen Punkt angekommen. Nach einem Jahrzehnt der Vorarbeit haben wir eine Reihe von kleinen Durchbrüchen erzielt, die darauf hindeuten, dass wir in der Lage sein werden, die Ziele, die wir haben, auch wirklich zu erreichen. Und hier spielt das besondere Berliner Umfeld eine große Rolle. Es gibt viele Institutionen, es gibt viele interessante Forschungsgebiete in der Anwendung, aber auch in der Grundlagenforschung. Berlin hat natürlich auch privat eine gewisse Bedeutung für mich. Ich komme aus Berlin, ich bin hier aufgewachsen, allerdings in einem anderen Berlin. Berlin hat sich verändert, ich habe mich verändert. Insofern ist es nicht ein Weg zurück, sondern ein Weg auch in die Zukunft, aber zusammen mit einem alten Freund. Was braucht es, um als Forscher erfolgreich zu sein? Das ist eigentlich eine interessante Frage. Letztlich braucht es vor allem eine gewisse anarchische Triebkraft, Akzeptanz von Nichtwissen und von Chaos, die Bereitschaft zu leiden und eine Passion.